Thiago zurück im Training. Wegen einer Muskelverletzung musste der FC Bayern zuletzt auf seinen Spielmacher Thiago verzichten. Besonders im letzten Spiel gegen Freiburg wurde der Kreativkopf schmerzlich vermisst. Am Dienstag stand Thiago zum ersten Mal seit 2 Wochen wieder auf dem Trainingsplatz. Er absolvierte aber vorerst nur eine individuelle Einheit. Wann der Spanier wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann, ist nicht bekannt. Coutinho bleibt Klopp treu. Jürgen Klopp kann beim FC Liverpool weiterhin auf die Dienste des Mittelfeldstars Philippe Coutinho zählen. Der Brasilianer hat seinen Vertrag beim FC Liverpool langfristig verlängert. Medienberichten aus England zufolge handelt es sich um einen 5-Jahres-Vertrag, der ab Juli in Kraft tritt. Coutinho war zuletzt heftig vom FC Barcelona umworben worden. Bremen will Gnabry halten. Der Bremer Neuzugang Serge Gnabry wird aufgrund seiner starken Leistungen von vielen Vereinen umworben. Zuletzt sollen sowohl Bayer Leverkusen als auch sein Ex-Club Arsenal Interesse gezeigt haben. Werders Manager Frank Baumann möchte sich daher zeitnah mit dem 21-Jährigen zusammensetzen, um ihn einen Verbleib in Bremen schmackhaft zu machen. Laut der Sportbild könnte dabei vor allem Gnabrys Gehalt angehoben werden. Kalou kehrt frühzeitig zurück. Stürmer Salomon Kalou von Hertha BSC ist mit der Elfenbeinküste überraschend aus dem Afrika-Cup ausgeschieden. Der Titelverteidiger verpasste gegen Marokko den Einzug in die K.O.-Phase und muss sich aus dem Turnier verabschieden. Kalou gab nach dem Spiel seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt. Somit kann Hertha-Trainer Pal Dardai früher als erwartet mit dem Evora planen. Ich habe versucht, Adrian zu überzeugen zu bleiben, aber Adrian hat ein schlagendes Argument gehabt und das war die Position hinter Ober in seinem Alter und in seiner Position. Und dagegen konnte ich sehr wenig argumentieren, auch wenn wir komplett im Guten auseinandergegangen sind. Und es gibt natürlich Transfers, wie zum Beispiel jetzt von Alex Isak, in die du als Trainer sehr spät involviert bist, weil es einfach ein Perspektivtransfer ist. Aber es ist, ich kann komplett ausschließen, dass es ein Veto von mir gab. Der Deal war insgesamt, glaube ich, sehr kurzfristig und Alex war, glaube ich, meines Kenntnisstands sehr weit mit Real Madrid. Und die Türe ist, das ist mein Kenntnisstand, sehr spät für uns aufgegangen und musste deshalb sehr schnell entschieden worden. Mit den Sport 1 News immer up to date. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Immer noch Reus über den halben Platz, vorbei an Bonucci und rein ins Tor.